Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Photoshop-Tutorial. Ich bin der Oliver und heute möchte ich euch mal zeigen, wie man mit Photoshop eine Lupe erstellen kann, mit der man durch das Bild fährt und alles, was unter der Lupe ist, wird dann vergrößert. Ich zeige euch mal, wie das geht. Ich glaube, da gibt es noch gar kein wirklich gutes Tutorial zu. Und der erste Schritt ist der, dass ich hier diese Ebene in ein Smart-Objekt verwandle und dieses Smart-Objekt jetzt dupliziere. Allerdings so, dass die beiden Smart-Objekte miteinander verknüpft sind. Deswegen mache ich einfach STRG J und alles, was ich jetzt hier mit einem Smart-Objekt mache, im Inhalt, wird auch auf das andere Smart-Objekt übertragen. Ich zeige euch mal, wie ich das meine. Ich bin jetzt also in dieses Smart-Objekt reingegangen, werde jetzt meinen gaußschen Weichzeichner anwenden und speichere mit STRG S das Ganze ab. Schließe dieses Smart-Objekt, in dem ich drin war, und jetzt seht ihr also, dass beide Ebenen hier diesen gaußschen Weichzeichner verpasst bekommen haben. Das meine ich damit. Deswegen werde ich den nochmal zurücknehmen. Es ist also klar, dass beide Smart-Objekte verknüpft sind, aber nur im Inhalt, nicht aber in der Form. Ich kann also jetzt diese untere Ebene hier transformieren und vergrößern. Das ist nämlich jetzt quasi das Lupenergebnis, die untere Ebene. Und was wir jetzt machen müssen, ist einfach nur die Lupe zu basteln. Dazu lege ich eine Maske an, werde jetzt hier einfach eine kreisrunde Auswahl anlegen mit gedrückter Shift-Taste und fülle die jetzt mit Schwarz. Dann gehe ich hin und werde hier diese Kette wegmachen, damit die Maske und dieses Smart-Objekt nicht mehr miteinander verknüpft sind. Mit STRG D hebe ich die Auswahl auf, nehme mit V das Verschieben-Werkzeug und wenn ich jetzt hier die Maske bewege, die ja ausgewählt ist, dann seht ihr, habe ich hier diesen Lupeneffekt. Ich zoome mal ein bisschen näher ran, damit man das erkennt. Ich gucke also jetzt hier einfach mal, hier ist der Balkon und dann kann man also hier quasi richtig schön hier so reinzoomen und reinschauen. Also das funktioniert quasi wie eine Lupe und damit man die Lupe besser erkennt, kann man hier noch einen Ebenenstil anwenden, zum Beispiel eine Kontur und mit knallroter Farbe etwas größer und schon habe ich hier also eine gut erkennbare Lupe, voilà, die man hier über das Bild bewegen kann. Okay, dann ein weiterer Vorteil jetzt, da wir Smart-Objekte benutzen, kann ich natürlich den Inhalt dieser Smart-Objekte verändern. Ich nehme also mal hier dieses Foto von der Kreisverwaltung in Bad Ems und werde jetzt hier in dieses Smart-Objekt reingehen. Das hier einfach nur entsprechend platzieren, so dass es passt. Ich speichere das Ganze ab. Gehe nochmal in die Lupe rein. Und jetzt seht ihr also, dass beide Smart-Objekte hier manipuliert wurden. Und sogar die Vergrößerung der unteren Ebene wurde ebenfalls übernommen. Und ich kann also jetzt hier tatsächlich ebenfalls, indem ich nur einmal dieses Bild ausgetauscht habe, hier diese Lupenfunktion quasi hier benutzen. Okay, das war mein Video für heute. Ein Zuschauer hat gesagt, ich soll mal ein bisschen langsamer erklären. Und ich habe versucht, das jetzt auch umzusetzen und habe auch daran gedacht, das etwas langsamer zu machen. Ich hoffe, das hat funktioniert. Wenn ihr was gelernt habt, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaut, dann freue ich mich auf euch. Tschüss.